6 gegen 3 in Zonen. In dieser Übung trainieren wir das Überspielen von Linien sowie das Zustellen von Passwegen. Dazu brauchen wir ein Spielfeld von ca. 12 Metern Länge und 6 Metern Breite sowie 9 Spieler. Teilen Sie das Spielfeld mit flachen Linemarkern in 3 gleich große Zonen. In jeder Zone befinden sich 3 Spieler in jeweils einer Farbe. Die beiden äußeren Teams spielen auf Ballbesitz gegen das Team in der mittleren Zone. Jeweils ein Spieler des mittleren Teams darf in die ballführende Zone eindringen und versucht dort, den Ball zu erobern und den Ballführenden von seinen Partnern wegzulenken. Die anderen beiden versuchen nun, die Passwege auf das andere Team zu verstellen und den gespielten Ball abzufangen. Gelingt es dem Team, den Ball zu erobern, spielen die drei gemeinsam mit dem anderen Team zusammen. Dazu spielt der Balleroberer den Ball zu dem anderen Team und wechselt nach außen. Das Team, das den Ballverlust verschuldet hat, muss nun in die mittlere Zone und versucht, den Ball zurückzugewinnen. Für jedes erfolgreiche Überspielen der mittleren Zone erhalten beide Teams außen einen Punkt. Das Team mit den meisten Punkten am Ende gewinnt. Zeigen Sie den Spielern, wie man am cleversten anläuft und wie die Passwege am besten verstellt werden können. Beim Überspielen der Zone machen scharfe No-Look-Pässe Sinn.